Thema Definition einer linearen Funktion, das kennt ihr unter dem Begriff Geraden aus der Realschule oder der Schule, wo ihr vorher wart. Okay, hier geht es um Müll, Hausmüll. Eine Familie oder ein Haushalt hat im letzten Jahr 365 Kilogramm Hausmüll verbraucht, also sozusagen jeden Tag ein Kilo. Und dafür muss die Familie 83,95 Euro bezahlen. Die Frage ist jetzt, wie viel würde ich denn sparen, wenn, also wie viel würde die Familie sparen, wenn nur noch 300 Kilo oder 250 Kilo oder sogar 200 Kilo an Hausmüll anfallen würden. Okay, die Rechnung an sich, wenn ich für 365 Kilo 83,95 Euro bezahle, dann rechne ich doch aus, wie viel mich denn, was denn der Preis pro Kilogramm ist. Also ich teile praktisch diese meine Kosten durch meinen Müll und bin bei 0,23. Also jedes Kilogramm Müll, das ich verursache, kostet mich 23 Cent. Und wenn ich diese Zahl habe, dann kann ich ja auch schnell ausrechnen, okay, 200 Kilogramm, 200 mal 23 sind halt eben 46 Euro. Na, das wäre ein schöner Betrag zum Senken. 250 Kilogramm wären wir bei 57,50 Euro und so weiter. Okay, wenn ich mir das von der Formel her darstelle, ne, wenn ich jetzt sage, x ist einfach mein Müllverbrauch in Kilogramm, dann habe ich ja praktisch diesen Müllverbrauch immer multipliziert mit 0,23, mit den Kosten pro Kilogramm. Und das, was da rauskommt, y, also f von x inzwischen, das sind dann meine Kosten. Also wer diese Formel auch gleichzeitig, wenn ihr euch das anschaut, das ist die Gleichung von einer Geraden. Ne, wenn ihr hier ein y euch hindenkt, dann y gleich 0,23x, das ist eine Gerade, die ihr schon kennt. Um die Gerade einzeichnen zu können wir praktisch gleich unsere Werte hier nutzen, unsere Wertetabelle. 200-46 ist dieser Punkt, 300-69 ist dieser Punkt. Und dann einfach durchziehen. Bei 0 Kilogramm Müllverbrauch haben wir natürlich auch 0 Euro. Also wir haben hier eine Ursprungsgerade. Okay, also diese Gerade bringt dem Haushalt praktisch das Folgende. Der Haushalt kann einfach schauen, okay, im nächsten Jahr, was werde ich verbrauchen? 280 Kilogramm, alles klar, dann liegen meine Kosten ungefähr in dem Bereich. Okay, also diese 0,23, also die Kosten pro Kilogramm, das ist ja die entscheidende Größe, das ist die Steigung von der Geraden. Ne? Also das sieht man hier nicht, aber wenn ich hier eine Einheit nach rechts gehen würde, würde ich 0,23 nach oben gehen. Oder einfacher, wenn ich von hier aus 100 nach rechts gehe, 100 Kilo mehr, dann habe ich 23 Euro an Zusatzkosten. Ne? Und dieses Steigungsdreieck, das kann ich irgendwo abnehmen, das bleibt überall gleich. Okay, neue Situation, die Stadt möchte jetzt noch eine Grundgebühr von 40 Euro für die Bereitstellung der Mülltonne oder irgendwie sowas. Wie sieht es denn dann kostenmäßig aus? Naja, von der Tabelle her wäre ja logisch, eine neue Wertetabelle müssen wir eigentlich gar nicht machen. Statt 46 zahlen wir jetzt halt 86, also immer 40 Euro mehr. Wie sieht denn das neue Schaubild aus? Ganz ähnlich wie das hier, nur dass diese Gerade jetzt natürlich um 40 Euro, um 40 Einheiten nach oben verschoben ist. Das ist dann diese Gerade. Die Gleichung davon sieht dann natürlich so aus. Ich berechne immer noch, x sind meine Kilogramm Müll, multipliziere ich mit 0,23, aber ich addiere einfach noch 40 dazu, weil das ja meine Grundgebühr ist. Und damit habe ich auch wieder eine Gerade, die aber nicht mehr durch den Ursprungs geht, also keine Ursprungsgerade mehr ist und einfach den Aufbau hat. M mal x plus b. Und um klar zu machen, dass das eine neue Gerade ist, verwende ich nicht nochmal f von x, ne? Das wäre dann, weiß keiner, welche Gerade gemeint ist, dann nenne ich die zum Beispiel f1 von x, ich könnte sie auch g von x nennen, da ist man dann ganz frei. Okay, schauen wir uns nochmal an. Das sind, denke ich, Sachen, die ihr auch von eurer Vorschule noch wisst. Eine Gerade, eine lineare Funktion hat die Gleichung y, also f von x, gleich m mal x plus b. Das b ist der Achsenabschnitt, der y-Achsenabschnitt, also was hier die Grundgebühr war.
und das M ist die Steigung. Das waren hier diese 23 Cent. Okay, also dann schauen wir es uns mal an. Allgemein, ohne Hausmüll. Wir haben eine lineare Funktionsgleichung, also eine Geradengleichung, f von x gleich 1/2 x plus 3 und sollen das Schaubild zeichnen. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht eine schnelle Wertetabelle und es geht wirklich schnell, weil einen Punkt wisst ihr denn auf, oder ja, den Punkt weiß man eigentlich schon vom Verständnis her. Na, wenn ich für x 0 habe, dann habe ich ja sozusagen nur die Grundgebühr, also nur die 3 Euro, habe ich schon mal einen Punkt, nämlich 0-3. Und dann brauche ich einfach noch irgendeinen weiterer Punkt, weil mit zwei Punkten ist eine Gerade schon eindeutig festgelegt. Zum Beispiel entscheide ich mich für die 2, weil 1/2 mal 2 kann man schön rechnen, gibt 1 und 1 plus 3 gibt 4. Also 2-4 ist ein weiterer Punkt, das ist der hier und dann kann ich die Gerade durchzeichnen. Oder aber ihr zeichnet die Gerade einfach ausgehend von der Gleichung direkt ein. Ihr wisst, dass das so y-Achsenabschnitt ist, macht hier sozusagen ein Sternchen oder einen Punkt, markiert euch den Punkt und dann geht ihr zur Steigung. Das ist die Steigung, 1/2. Ihr könntet jetzt sozusagen 1 nach rechts gehen und 0,5 hoch, also 1/2 hoch. Oder ihr könntet auch schlauer sein und 2 nach rechts gehen, den Nenner nach rechts und dann den Zähler hoch. 2 nach rechts, 1 nach oben. Ja? Ob ihr jetzt 1 nach rechts geht, 0,5 hoch oder 2 nach rechts und 1 hoch, das ist eigentlich völlig egal, weil ihr zieht ja eh dann praktisch eine Gerade durch und die geht dann durch alle Punkte. Okay, also das heißt, eine Gerade kann man auf die beiden Weisen einzeichnen. Das sollte man eigentlich beides können. Okay, paar Beispiele noch. Gucken wir uns diese Gerade an. Die schnellere Variante ist jetzt, das ohne Wertetabelle direkt von der Gleichung zu zeichnen. Y-Achsenabschnitt minus 2, Punkt setzen, dann 3 nach rechts und 4 nach oben. 3 nach rechts und 4 nach oben. Punkt setzen und verbinden. Dann habt ihr schon die Gleichung von der Gerade G. Okay. Eine andere Gerade, ne? Wenn ihr die euch anschaut. Die Gerade muss nicht immer so hübsch in der Form gegeben sein. Das kann auch mal so ein bisschen durcheinander sein, ne? Das merkt ihr hier. Normalerweise steht da das Y alleine. Hier passt es noch nicht. Dann muss ich einfach praktisch diesen Summand noch auf die andere Seite bringen. Also hier, da könnt ihr jetzt arbeiten, ganz normal wie in der Gleichung, minus 3/2 x, dann kommt es hier rüber und dann könnt ihr habt ihr die Gleichung so, wie man sie gern sieht, Achsenabschnitt minus 1, Punkt setzen, 2 nach rechts und 3 nach unten. 2 nach rechts und 3 nach unten. Also nach unten, weil hier eben ein Minus steht, dann ist das eine fallende Gerade. Das heißt, ihr merkt schon, wenn ihr ein m habt, das größer ist wie 0, dann habt ihr eine steigende Gerade und wenn das m kleiner ist wie 0, eine fallende Gerade. Okay, jetzt noch was Schwierigeres, weil das wird in der Realschule nicht so wirklich thematisiert. Ich erkläre es mal an denen bei den Beispielen. Wir haben hier eine Gerade mit Steigung 1. M gleich 1, also wenn ich 1 nach rechts gehe, muss ich 1 nach oben. Ich könnte doch statt der Steigung genauso auch sagen, die Gerade hat einen Steigungswinkel von 45 Grad. Na, die geht hier 45 Grad hoch. Zu jeder Steigung gibt es auch einen Steigungswinkel. Also zu M gleich 2 zum Beispiel, na, für so eine Gerade, da wäre der Steigungswinkel irgendwie schon vielleicht bei 70 Grad circa. Ja? Oder m gleich minus 1, da wäre der Winkel bei minus 45 Grad. Das heißt, zu jeder Steigung gibt es einen Steigungswinkel, zu jedem m gibt es ein Alpha. Und dafür, für die Umrechnung, gibt es eine Formel. Und das ist diese Formel hier, m gleich Tangens Alpha. Das heißt, ich muss von meinem Steigungswinkel einfach nur den Tangens bilden und schon habe ich die Steigung. Oder andersrum, ich zeige euch, wie es läuft. Oder wie das funktioniert. Wir möchten jetzt von dieser Geraden f von x gleich 1/2 x minus 1, das heißt von der Gerade Achsenabschnitt minus 1 und dann 2 nach rechts, 1 nach oben. Dazu möchten wir den Steigungswinkel haben. Also das ist dieser Winkel Alpha. Man könnte ihn auch hier eintragen. Das ist einfach der Winkel, unter dem die Gerade die x-Achse schneidet.
Okay, und dazu nutze ich die Formel. Ich notiere sie, Tangens Alpha gleich m. Und dann setze ich für das m natürlich die 1/2 ein. Die Steigung, die Gerade hat ja Steigung 1/2. So, und jetzt seid ihr hier. Und die Situation kennt ihr trotzdem auch schon aus der Realschule. Jetzt müsst ihr das hinbekommen, also ich erkläre es mal so in Nachhilfesprache, dass das Alpha alleine steht. Jetzt müsstet ihr sozusagen euren Taschenrechner fragen, was muss ich denn für Alpha eingeben, dass der Tangens davon 1/2 ist? Und es gibt mir über dieses Second Tan oder Shift Tan ein. Wenn er das eingibt, dann müsstet ihr auf 26,57 Grad kommen. Ja, also zu dem Winkel, zu der Steigung 1/2 gehört der Steigungswinkel 26,57 Grad. Und so könnt ihr einfach für eine beliebige andere Steigung, wenn die Steigung minus 4 ist, dann schreibt ihr eben die minus 4 hier hin und berechnet dann wieder durch Shift Tangens den Winkel dazu.